Hat die Leihe von Tahith Chong von Manchester United zu Werder Bremen ein frühzeitiges Ende? Das ist unser heutiges Thema nach der Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir, Nico. Wie im Leben, wie im Leben. Ja, meine Freunde, es ist tatsächlich so ein bisschen so gekommen, wie schon so der ein oder andere ein bisschen spekuliert hat. Die erste Zeitschrift hat darüber berichtet, können wir mal da gerade einblenden, dass Manchester United erwägt, Tahith Chong zurückzuholen im Winter schon. Warum? Ja, liegt so ein bisschen auf der Hand. Tahith Chong bzw. auch Manchester United hat sich einfach mehr versprochen von dieser Leihe. Es geht im Allgemeinen darum, dass Tahith Chong zu wenig Spielzeit einfach bekommt, gerade Richtung Startelf, da hat man einfach mit viel mehr gerechnet. Und man ist dem Ganzen so ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben. Daher jetzt die Erwägung, die Leihe frühzeitig zu beenden. Ist natürlich immer so eine Frage, ob und wie man das verstehen kann. Das seid ihr jetzt auch gefragt. Könnt ihr Manchester United da verstehen und sagt, ja, naja gut, da jetzt schon kriegt halt auch zu wenig Chancen in der Startelf. Oder sagt ihr, gut, er hat auch noch nicht so wirklich eingeschlagen, es wäre kein herber Verlust. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich bin sehr gespannt. Und dann kommen wir zum zweiten Thema. Kurz mein Fazit noch zu Tahith Chong. Ich finde, Tahith Chong ist ein super Fußballer, gerade am Ball, extrem viel Tempo, sehr, sehr zweikampfstark, also sehr zweikampfstark im Sinne vom 1 gegen 1 am Gegner durch. Wie gesagt, das eher dribbelstark wäre das richtige Wort gewesen. Und hat auch einen guten Abschluss, wenn er sich den Ball gut auf links legen kann. Für mich wäre er auch ein Kandidat gegen Mainz in der Startelf. Aber gut. Ja, also wie gesagt, das war so mein Fazit zu Chong. Ich finde das Ganze schwierig zu betrachten. Ich kann, wie gesagt, Manchester United da irgendwo verstehen. Andererseits muss ich auch sagen, ich hätte selber auch von uns als Bremer mehr gedacht, dass da jetzt Chong mehr spielt und vor allen Dingen die Flügelposition einfach viel mehr bekommt auf der rechten Seite. Denn ich finde, das ist immer ganz offensichtlich, dass er sich auf der rechten Seite viel wohler fühlt. Das ist aber auch schon wieder so ein typischer Bremer Ruf, dass wir irgendwie die Leute nicht auf ihren Positionen spielen lassen, so gefühlt. Was soll ich dazu sagen? Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare zu Tahith Chong, zu Manchester United, dass sie ihn zurückholen wollen. Was sagt ihr zur aktuellen Situation? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, sehen wir uns morgen wieder. Ihr habt ja vor diesem Video schon ein Früh-Upload praktisch gehabt. Und zwar kam heute Vormittag das Video raus zu Stefano Scarpino, der uns auch wahrscheinlich im Winter weg verlassen soll. Und das hier ganz unten verlinkt. Checkt das Video gerne auch nochmal ab. Heute, wie gesagt, habt ihr einen kleinen Doppel-Upload. Und wie gesagt, dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Ciao.